Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Resident Evil. Ja, wir haben ein bisschen Munition gekriegt. Und wir fallen die Kopfhörer auf den Kopf. Ja, Shiva hat sich mal wieder einiges angeeignet, die alte. So, der Heli von dem Copter ist weg, okay. Da gibt es erstmal einen Uppercut. Take it. Roger. Hier liegen Motorsägen rum, das ist nicht gut. Eine Kettensäge, was haben die hier gemacht? Wie es ausschaut, kein Holz gesägt. Ja, wir gehen halt noch mal rum. Da war nämlich noch was. Ich hab's gerade gesehen. Oh, mich gerade verjagt, ey. Take it, Roger. Na, Shiva, was hast du? 10,50 passt. Sehr schön. Du bist auch voll, du kannst nichts mehr nehmen. Ich bin auch voll, ich kann auch nichts mehr nehmen. Das ist natürlich schlecht. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal ein paar Waffen ins Lager packen. So ein mobiles Lager wäre cool, aber sowas gibt es hier anscheinend nicht. Ach, ehrlich. Yeah.
I need ammo. Take this. So, da hat sie. You grab it. Okay. Die Brenngranaten nimmt sie. Hat sie noch Platz für ihren? Ja, sie hat noch Platz. Das kann sie auch nehmen. Ich würde es gerne nehmen, aber ich habe nicht mehr so viel. Ja, toll. Verletzt sind wir auch nicht. Aber ich könnte mal... Ich lade mal nach. Nee, zwei. Zwei. Nee, das war jetzt so schlau uncut, also das war der Hammer. Give me an herb. Use this. Hat sie sich da gerade schon wieder geholt? Sie nimmt alles mit, ne? Sie ist eiskalt. Läuft auf jeden Fall. Ja, da ist noch eine Granate. Das, ich weiß nicht, ob sie das aufnehmen kann. You grab it. Okay. Mein Packesel. Shiva, der Packesel. Come on. I can't right now. Come on. Roger. Ah, das kann sie nicht aufnehmen, ne? Hm. Scheiße. Mega scheiße. Och, kacke. Give me an herb. Use this. Ja, dann nehme ich erstmal mit. Das kann ich nicht mitnehmen. Egal, dann bleibt's liegen. Wo ist sie denn? Ich könnte mal das Gewehr ausprobieren. Come
Okay, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt gebe ich ihr mal eben... Ich habe 24 mal Schrot. I owe you one. Thanks, Partner. Thanks, Partner. So, jetzt brauche ich das. Give me an herb. Take this. I need ammo. Take this. Danke. Du hast wieder zwei Plätze frei. Das heißt, du kannst wieder Munition einsammeln, Schätzelein. Dann mal gucken, wo wir hin müssen. Wir lassen mal hier oben. Das sind so viele Kisten. Das kann sie einsammeln. You grab it. Okay. Bösen wir nicht. Na gut. Fleisch hier hin, denn mal gucken hier, ob es hier noch so ist. Also an Munition mangelt es hier in diesem Spiel nicht. Okay. Hast du nämlich auch mal wieder ein bisschen Schuss, Schnäggel? Alter, sammel doch nicht immer alles auf. Wir müssen doch mal mit dem Kopf denken. Ich weiß, wovon das kommt. Das ist, wenn ich die Shift-Taste drücke. Alter! Darf nicht. Schlüssel des Wächters.
läuft Amok. Ich habe meine komplette Munition bis auf 3 Schuss aufgebraucht, Alter. Puh, Junge. Das nehmen wir jetzt auch mal wieder auf. Alter Schwede, hier ist noch ein bisschen... Ach, guck mal, hier ist noch was. Können wir das mal nachladen. Alter, das war eine anstrengende Geburt. Oh, guck mal. Das hätte auch funktioniert. Hätte vielleicht noch einen Erfolg gegeben, na egal. Mr. Kettensäge-Typ, Alter. Na. Saphire, Gold, alles drin, alles nehmen. 3000, Junge. So, da haben wir 6. Da kann ich mal nachladen. Ich finde es ganz cool, dass man hier nicht speichern muss. Wir können aber mal wieder Heilung aufnehmen. You grab it. Roger. Okay, das sind Raben. Kriege ich für Raben auch Punkte? Ich habe das ungute Gefühl, wir haben gleich den nächsten Fight hier am Start. Oh mein Gott. Alter, so schön die Tasten drücken. Yes, Verstärkung.
Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Jill. Chris, are you all right? This picture, it's... Forget it. It's nothing. Let's move out. Ja. Kapitel 2.1 beendet. Ich hatte jetzt echt Panik, gegen die Chaoten da zu kämpfen. Alter Schwede, was war das denn bitte? Das Alpha-Team, oder Delta-Team besser gesagt, hat uns den Arsch gerettet. Die haben uns den Arsch gerettet. Können wir schon ein bisschen herkommen. So. Verkaufen. Wir haben 10.050. Ich will mal gucken, dass ich mal die... Ja, ich will die nicht kaufen. Ich habe so viel. Ich will verwalten. Und zwar T. Guck mal hier, wir haben so viel Scheiß. Alles verkaufen. Für 9.000 gerne. 19.000 Punkte. Sehr schön. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal entfernen. Heißt es dann... Okay, das kommt dann da rein. Sehr gut. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Warte mal. Ich würde sagen, wir machen das mal anders. Wir geben das mal meiner besten Freundin. Dann würde ich sagen, wir geben das auch meiner besten Freundin. Ich kann dann mit der Maus spielen, das ist schön. Dann agieren wir hier mal. Dann kriegt sie nämlich das Ding. Das Ding packen wir hier rein. Kann ich das? Ich würde das gerne. Oh, ich würde das gerne entladen. Das geht nicht, ne? Entladen geht nicht, ne? Verbessern, verkaufen, Details. Na gut. Dann mache ich nämlich hier den Pumpgun und Gewehrschützen und sie macht hier Heckler und Koch mäßig Party. Ja. Eine Heilung hätte ich gern, eine Heilung können sie behalten. Schätze haben wir alle verkauft. Dann würde ich sagen, verbessern wir mal ein wenig mein Kram. Ich wollte es gern verbessern, danke. Verbessern. So, dann will ich hier... erhöht die Chance auf einen kritischen Kopftreffer. Verbessern wir jetzt einmal. Dann mache ich die Feuerkraft nochmal auf 210. Das würde erstmal reichen. So, dann möchte ich das Gewehr noch verbessern. Erstmal wegen Kapazität. Das kostet ja Gott sei Dank nicht so viel. Mehr geht nicht. Ja, den Schaden können wir auch nochmal auf 800 knallen. Das sieht ganz gut aus. Die Pumpgun verbessern. Boah, 5000 kostet Crit. Okay, jetzt können wir da 9 laden. Das Geile ist, er erfüllt es auch gleich voll. 2000 oder den Crit verbessern. Komm, scheiß auf, wir nehmen den Crit. So.
So, wir haben alles jetzt ausgegeben, was geht. Ja, Shiva braucht aber irgendwie noch mal ein bisschen Munition, ne? Genau, wir geben ihr noch mal 30 Schuss, das passt. Und, joa. Verwalten haben wir, kaufen brauchen wir nicht. Wir können auch Sachen verkaufen, das ist auch ganz gut. Machen wir fertig, ja. Gut. Sheva, do you know where the mines are? Past the station, not too far from here. Follow me. Guck mal, hier haben wir schon mal das. Und jetzt lesen wir uns noch hier erstmal das Dokument durch. Typ 2 Plagas. Ach du Scheiße, der Plagas. Wie bereits aus älteren Unterlagen ersichtlich, wurde der ursprüngliche Las Plagas-Parasit in einer abgeschiedenen Gegend Europas entdeckt. Nach einer Reifung in einem Wirt übernimmt er diesen Willen und nimmt er dessen Willen und Bewusstsein, wodurch der Wirt höchst anfällig für Manipulation von außen wird. Dies bedeutet, dass man gehorsame Subjekte schaffen kann, die allen Anweisungen nachkommen, ohne sie zu hinterfragen. Diese Möglichkeit bot großes kommerzielles Potenzial, sodass Las Plagas schon bald großes Interesse erregte. Das Problem bei der Kommerzialisierung bestand in der zeitlichen Verzögerung zwischen der Infizierung und dem Zeitpunkt, an dem der Wirt steuerbar wird. Der Zeitraum, der zwischen der Verabreichung von Las Plagas als Ei und dessen Reifung und Übernahme des zentralen Nervensystems lag, war zu lang. Der Reifungszyklus von Las Plagas ist relativ kurz, aber die potenziellen Kunden wünschten zweckdienliche Ergebnisse. Mit Blick auf diese Wünsche wurden Verbesserungen an Las Plagas vorgenommen. Das Ergebnis waren die Typ 2 Plagas. Diese unterscheiden sich von ihren Vorgängern dadurch, dass sie in ausgereiftem Zustand verarbeitet werden und der Wirt fast sofort steuerbar ist. Ui. Typ 2 wird oral verabreicht, also den Wirt in den Mund eingeführt. Diese Methode ist zwar etwas rau, aber sehr effektiv. Nach der Verabreichung zerfleischt der Parasit die Speiseröhre und bewegt sich zunächst zum verlängerten Rückenmark, dann zum Gehirn und schließlich zum Rückenmark selbst. Okay, sobald er das zentrale Nervensystem übernommen hat, kann der Wirt gesteuert werden. In einer Laboruntersuchung konnten wir diese komplette Kontrolle eines Wirtes innerhalb von 10 Sekunden nach der Verabreichung nachweisen. Abgesehen von der verkürzten Infektionszeit weist Typ 2 alle Merkmale des ursprünglichen Las Plagas auf und ist somit außerordentlich geeignet für die Kommerzialisierung. Alter, wie krank sind die denn? Nun steht lediglich das Sammeln von Falldaten aus der Kuyuyu Autonomous Zone aus. Es folgt eine Liste mit 3 Schlüsselexperimenten zur Bewegung oder zur Bewertung von Typ 2. Erstens, ich quatsche schon wieder, ich will die Folge beenden. Infektion. Verabreichung von Typ 2 Proben an 10 infizierte Testobjekte und Beobachtung der Geschwindigkeit, mit der sich die Infektion ausbreitet. Die 10 Testobjekte müssen ausreichend Typ 2 Proben erhalten, damit messbare Ergebnisse erzielt werden können. Zweitens, Kontrolle. Beobachtung des Umfangs, in dem das durch Las Plagas hervorgerufene barbarische Verhalten kontrolliert werden kann. Dieses erreicht man dadurch, indem man die Zahl und die Art der Angriffe auf die BSAA-Agenten im jeweiligen Gebiet auswertet. Drittens, Kampf. Sammeln von Daten zum Verhalten von Typ 2 in Kampfsituationen. Typ 2-Wirte kämpfen gegen im jeweiligen Gebiet eingesetzten BSAA-Agenten. Dieses Experiment ist die letzte Stufe bei der Bewertung der Effektivität von Typ 2 Plagas. So viel Gelaber die letzte Zeit. Ja, what the fuck. Ich beende was mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.